herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von Feed Beast Ultimate. Und am Ende hat man ja irgendwie Sinne von Searchflow und dann so. Warum ist das wieder da? Hat sich dann einfach wieder aufgetaucht. Sinne von Searchflow hat man da, bis sie ja drauf kam und dann war das ja also weg. Was sie da abgebuddelt haben in der letzten Folge selber. Das ist ja nur ein Karten. Ja, nur Kartenprobleme. Nur schon wieder Spiel, ich bin nur drauf. Okay. Dann machen wir uns doch gleich wieder am Merkel, das alles einfach wieder hin zu bauen. Wenn das hier so ist, dass das Straßen nicht nachhält, haben wir ein Problem. Bei Straßenzentrum haben wir ein kleines, sehr großes Problem. Jetzt hätte ich das hier drauf haben und Tierspot verändern. Meine Multi-Score. Multi-Score läuft ja nicht wie sehen. So, machen wir uns erstmal die Schaufeln. Oh ne, ich die auch drauf. Dann ja, mal stößen. Okay. Okay, das ist doch ein bisschen seltsam. Okay, dann machen wir hier wieder durch. Das macht mich sehr seltsam. Das finde ich ein bisschen sehr seltsam hier. Damit haben wir schon länger nichts umgestellt, das denn. Ja, ein bisschen dunkel hier. Machen wir mal Fackeln hin. So. Oh, das war wieder hell. So, weiter dran. Ich bin gerade überlegen, wie viel das denn so uns jetzt hätte geschehen. Sein Ziste. Das könnte sehr gut sein. Ich habe eigentlich schon lange nichts fertig terraformt. Weil ich ich muss euch mal kurz nochmals zu so einer Exkursion mitnehmen. Ich will kurz schnell was nachgucken. Ja, ich bin schon wieder hier im Rottelbereich. Ja, deswegen wird aktuell nach Todesüberlastung kein Wunder. Meterteller. Ja, ist ein bisschen rottelig, das ist nicht so, das ist gerade bei euch rottelig aussieht, das ist wirklich rottelig. Mit Aufnahme hierher, das ist doch eine tötende Maschine hier. Ich wollte nur kurz das. Ne, ich glaube, es lief in der Zeit, also ja, der scheint nur da eigentlich. Map, glaubst du? Ja, ja, im Sinn. Ist halt auch eine schlechte Idee, das hier löscht zu machen. Hier ist es eigentlich auch noch nie, aber nee, hier habe ich ja noch nie in der Verbindung. Doch, an sich schon. Ich weiß nicht, ob ich das selber vielleicht noch erzählt habe. Komm. Wie sieht es denn hier aus? Wächst das Gras vielleicht? Ich stelle mal was hin. Wir werden sie nachher merken, ob das hier der Bolzen ist. Nicht hier, okay. Wo könnte denn dieser Platz sein? Ich stelle das Teil mal hier hin. So.
der auch nochmal. Das reiche ich weg. Tschüss damit. Holzbeobachtung nochmal. Jetzt den ja wieder zum LP-Home. Und fliegen da wieder hin, wo wir waren. So, das Bildschirm baue ich so weiter ab. Mal einen kleinen Testlinie nochmal, um zu checken, ob das jetzt hier wirklich anders los ist, dass er einfach nicht weiter jetzt. Oh, ich halte den Cheat-Mod aus, aber bin noch ein Creative. So. Jetzt können wir weitermachen. Eine kleine Mini-Exkursion mal zum anderen Teil der Welt. Ja, soweit ist da nicht der Map-Teil entfernt selber. Wir haben es ja schon mal gesehen. Ich bin da schon mal in der vollen Hingelatsch. Also, soweit ist es da nicht entfernt. Soweit bin ich da nicht hier weggelaufen, um den Map-Teil jetzt anzuschließen hier. Okay, das ist ja perfekt rausgekommen. So. Safe. Haben wir den Stand hier dann behalten. Ich meine, wenn ihr so ein vielleicht auch bei Mika guckt und es euch auch dazu erinnert. Weil eigentlich wird es bei den Höchstchen nicht an der Zeit, aber bei mir schon, weil ich an sich ja die OP erreicht habe, da wird es mir an der Zeit. An sich ist es keine globale Nachricht, sondern eine Konsolennachricht, die Leute in die Server läuten. Ich meine, sich beschickt höchstwahrscheinlich. Haben wir ihn noch nie gefragt, ob er ehrlich die Nachricht kriegt. Muss man nachfragen, aber ich glaube nicht. Weil an sich kriegen sie ja nicht die Nachricht, wenn ich aus der Schiete. Weil an sich nicht, weil an sich keine Rechte haben, um die zu sehen. So. Okay, ich geh dann noch mal pennen und trotz. Oh, ich höre noch nicht, dass ihr Monster nicht dabei. Und dann doch pennen. Okay. Warum nicht? Okay. Bin jetzt nicht hell genug geworden, dass sie nicht angreifen. Beim Hellwert ist ja schon ziemlich hell draußen schon. Wir haben schon 5:07. Und nicht weil die viele Biestaufnahmen haben, ist, weil eigentlich wohl auch wohl bald vorbei. Diese Folge noch eine Folge, dann sind wir am Ende. Viele Biestaufnahme Session. Und dann erstmal von allen Fällen von 42 bis diese bis die letzte Folge alle Folgen haben raus noch aus dem Haus den Knopf sagen. Das ist lustig. Ich bin ja ein bisschen leise, weil ich gerade nicht so etwas zu fassen habe, aber gerade bin ich nicht so wirklich. Aber an sich bin ich mal gespannt, wie es hier mit dem Projekt noch so weitergeht eigentlich, ob es alles so beibehleibt. Ob der Trailer das jetzt meine nächste Aufnahme-Session komplett dann aufnimmt.
Weil er sagt, er hat, weiß nicht, was er machen soll, hat er da so, hat er gesagt, wenn er auf der Zwischenaufnahme war oder war auch in den vollen. Was er ändert, so will ich weiß, was er machen soll. Ja, an sich werden wir es ja sehen. Ob wir die nächste Aufnahmesession eigentlich komplett alle zusammen aufnehmen, sozusagen. Weil nicht alle, dass halt alle sozusagen da sind, aber sozusagen der Peter nimmt er sozusagen nicht auf, der haut höher höchstens sozusagen noch die vollen in seine Playlist rein. Weil es ja sozusagen aktuell nicht so wirklich läuft. Ich meine, weil er sozusagen aktuell den Rechner nicht in der Nacht durchlaufen lassen soll. Und er dafür eigentlich den ganzen Tag, sonst bräuchte ich die vollen hochzuladen. Ich hoffe, ihn nervt das jetzt nicht, dass ich das gesagt habe, aber er sagt es, der sagt, also ich kann es jetzt schlecht rausschneiden. Schlecht rauspiepen. Also es ist. Deswegen nimmt er sozusagen nicht auf, aber der Mikro hat eigentlich jetzt gerade keinen plausiblen Grund, dass er so nicht mit aufnimmt. Oder er sagt jetzt nicht, dass er auf jeden Fall keinen Fall Bock mehr hat. Ja, ich vermute, dass er nicht kommt, weil er sich sonst eigentlich außer den LPT hier mit uns noch nichts macht, aktuell. Das ist ja wirklich so der Fall, dass er aktuell eigentlich nur zu einer Let's Play gerade zusammen war. Sonst spielt er eigentlich nur GTA, wo mich ähnlich schon verwundert, dass er davon den LP raushaut. Weil da das so lange spielt und dort könnte er schon so viele Folgen davon nicht locker rausbringen. Das ist am Ende des Jahres. Ah, ist auch nett. Oder? Ist denn doch? Wir sind schon im 7. Monat und dann schon einen vollen Aufnehmen jetzt oder so. Also. Theorie, Quatsch hier. Also. Wenn wir das hier in der Lederin haben, dann machen wir die Bäume alle weg und dann werden wir wohl. Ne? Wenn wir das alles dann nicht haben hier und die Bäume noch entfällt haben und den Raum dann hier die Wände verpasst haben und die Decke, mal hoffen, dass der Wettbewerb dafür reicht. Weil dann werden wir sozusagen entweder wir ein bisschen Wettbewerb oder so dran davor farmen, werden wir hier mal wieder ein bisschen Basalt farmen, weil wir haben ja kein Basalt. Ich habe kein Basalt, um die Wege von mir hier zu bauen. Hier mein Haus, den Weg da vorne, den wir am Wasser ja haben. Na, ich wollte mal was nochmal was durchgucken, was halt. Steinzäune will ich nicht. Man könnte damit Slabs was anstellen. Ich habe nur diesen Panels hier. Ich hätte gerne doch schon einen Zaun an sich. Ach, hier, da. Diese Teile hätte ich dann. Stone Post. Hier, in Blau. Nein, ich mag Blau, das sind nicht. Nein, nein, wir könnten das in Light Tray machen. Da müssen halt diese Teile in Metal Post. Oh. Hey, okay. Bisschen Eisen wird das bisschen kosten halt wohl. Vielleicht mache ich noch was als Holz und dann mache ich später mal. Aus diesem Material. Wenn wir sozusagen ein bisschen mehr Material haben, wenn wir vielleicht auch Quarries haben, die uns hier Ressourcen farmen. Weil erstmal werden es ja die Turtle hier sein, weil die aktuell noch nicht eine Leistung hätten, auch selber um eine Quarry zu betreiben. Da brauchen wir schon mal eine stabile Energiequelle. Dass die Quarry richtig da stehen kann. Und nicht irgendwie alle paar Meter halt macht, sozusagen. Weil die Energie selbst mal produzieren muss. Ob wir noch Ölquellen, hinterher hin. Wegen der Ölsachen, wenn der vielleicht mal aussieht, sein an sich. Es ist jetzt eigentlich frei. Das kommt mir das Öl. Also ich mit Öl. Mit Öl nur die Öl. So, weil wenn wir das Öl mit der Ölenergie einfach wegpumpen, dann bleibt es glaube ich auch nicht so wirklich viel übrig, oder macht es jetzt schon plus. Das ist echt immer die Nutzung gerade. Ich glaube eher, dass wir bei Öl eher mit Fuel eher besser kommen. Und dann
nicht mit den Rohöl, sondern mit den Fuel kommen wir mal eher voran. Also das ist vielleicht sozusagen die Ölquellen uns einfach mit Lava leer pumpen. Also uns einfach Lava holen und damit die Hilfe erstmal machen sozusagen. Halt und dann halt auch das Öl sozusagen und dann halt eigentlich hauptsächlich auf die Steamboiler gehen. Sozusagen erstmal mit Holz betrieben. Was er mit Holz, ich meine mit Charcoal, also Kohle, Energie produzieren, halt die Hitze in den Steamballern machen sozusagen. Wie gesagt, schon, aber erst schon hätte man die Melone geben mit Kohle überlastern. Da ist der Virus dann nicht mal erlaubt. Ich meine, an sich produzieren wir erstmal die mit, an sich haben wir mit Holzkohle, machen ja Wasserdampf. Und damit machen ist es ja so, dass wir es ja halt erstmal darauf und dann halt später auf die Biomasse halt an sich, weil die Biomasse ist an sich nerviger aufzubauen sozusagen und wir brauchen halt auch ein paar Sachen halt, ein paar solche Diamanten, weil an sich die Zucker, die Teile. Zuckerhabe ist da. Brauchen Diamanten, um sie herzustellen. Und dann müssen wir auch noch Weizenfelder aufbauen, die wir mit den Harvestern und Plantern alle machen. Mit Fertilizer wird eher schlecht, weil wir da nicht so viel Fertilizer drin haben, nicht auf, sozusagen herzustellen. Deswegen würden wir das an sich nur so machen. Das halt erst sozusagen, wenn wir sozusagen die eher mit den bisschen schon weiter sind, dann an sich deswegen der Keller eigentlich auch größtenteils so groß. Weil wir so viel Abteil davon benötigen würden. Und das ist halt einer der Hauptgründe, warum der Keller dann vielleicht auch so groß hat. Weil die Steam, ich meine diese Baumfarmen sind natürlich nicht so riesig, aber diese riesen Zuckerraumplantagen, die wir da vielleicht benötigen würden, um die Energie herzustellen, um sozusagen in den Biomasse herzustellen und in den Biofuel daraus zu kriegen, dass sie alles in den bleibt für die Tanks. Für die Boiler. Was da denn ihn dann sozusagen herstellen? Das ist ja sozusagen die Sache. Ja. So weit nach und nach haben wir sogar hier vielleicht fast alles weg. Langsam. Und in der Folge schaffen wir das nicht mehr alles wegzuräumen. Wir sind ja schon bei 17 Minuten. Das wird leider nicht mehr klappen in der Folge. Ach ja, schon wieder so Nacht. Meine Güte. Und das ist dezent wirklich. Die dort gespawnt sind, weil es dann dunkel ist. Aua. So. Beide ausgeschaltet. Machen wir da nochmal ein Minimum. Den räume ich hier noch weg.
keine Schaufel mehr. Oh ja, das letzte bisschen hier noch weg. Den Teil hier noch herträumen in dieser Folge. Davon hier. Und dann war's das. Schon wieder von dieser Folge hier wirklich. Alter, die Kisten unten werden schon ziemlich voll sein. Ist ja wirklich noch. Es wird wohl erst bei der nächsten großen Aufnahmesession wohl sein, dass wir sozusagen dann wohl auch die Turtle vielleicht langsam mal losschicken. Oder sozusagen die Turtles. Wir werden mal gucken, ob wir mehr vielleicht auch losschicken. Das müssen wir nicht mal gucken. Ah, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.